So, meine Freunde, willkommen zurück zu Part Nummer 3 des Rise to Fame's Road to Glory von Monsieur LeBanc. Und in dieser Episode habe ich mal wieder zwei kleine Spielchen für euch. Und als erstes wollte ich mal ein paar Fragen unter den Kommentaren des letzten Parts eingehen. Mich wurde beispielsweise gefragt, ob ich denn nicht die Parts auch ein bisschen länger machen könnte. Und dazu wollte ich nur sagen, das kann ich leider nicht. Das wäre viel zu viel Arbeit für mich. Das wäre ja viel zu zeitintensiv. Und ich möchte jetzt ja auch so eine Basis schaffen. Und so eine Norm auch, wie ein Part aufgebaut ist und wie es so aussehen wird in Zukunft. Und ich könnte das, in den Ferien könnte ich das vielleicht sogar zeitlich schaffen. 15 Minuten Parts rauszuhauen. Aber sonst, wenn die Schule dann wieder anfängt, dann müsste ich wieder umsteigen auf so Mini-Parts. Und das wäre halt ein bisschen immer nervig. Mal 15 Minuten, mal 6 Minuten. Und so 6 Minuten Parts sind auch ganz interessant, wenn man sich mal auf so kleinere Themen konzentrieren will. Kleinere Themen ansprechen will. Und wenn man zum Beispiel, Ultimate Team spezifische Tipps geben möchte. Und als erstes möchte ich jetzt mal hier ein bisschen andeuten, dass jetzt, ich glaube, in Episode 5 oder 6, dass das da dann so ein kleines Handelsvideo auch ist, in dem ich euch mal ein paar Tipps zeige zum Handeln und so weiter und so fort. Wie man gut handelt und was ausschlaggebend ist, damit ihr mal ein bisschen Profit macht und so weiter und so fort. Denn dort geht's dann mal so richtig los oder ins Rollen. Da werde ich richtig Asche machen mit dem ganzen Zeugs. Mit dem ganzen Ultimate Team Zeugs. Das wollte ich erstmal einmal gesagt haben. Und zweitens wollte ich jetzt nochmal andeuten, in diesem Part sieht man auch nochmal hier ein bisschen, wie ich versuche, nochmal ein paar Münzen gut zu machen. Und das gelingt mir schlussendlich auch. Aber das werdet ihr gleich am eigenen Leib erleben. Wir haben jetzt 15 Uhr. Am Donnerstag ist das jetzt, glaube ich. Und dazu sei gesagt, dass ich jetzt direkt danach, nachdem das Video dann gerendert ist, fertig gerendert ist, ein Video drehen möchte, und zwar Part 5, also das Rohmaterial dafür beschaffen. Dann werden wir sehen, wie es dann ausschlaggebend ist. Hier, by the way, ein schönes Tor jetzt gleich. Der Typ macht hier den Anschlusstreffer, zwei, drei Anschlusstreffer, und ich denke mir, ja gut, was denkst du dir eigentlich, wer du bist, ja? Dass du hier rebellierst gegen LeBanc. Zack, direkt vom Anschluss aus. Jackson Martinez, wie dem auch sonst. Und ich glaube, Martinez hat jetzt wirklich in jedem Spiel einen Treffer hingelegt. Und hier hat er, glaube ich, in diesem Spiel auch wieder einen Hattrick oder so geschafft. Und mit dem werde ich auf jeden Fall verlängern. Den werde ich nicht discarden, also abstoßen oder ähnliches. Wie ich es in zukünftigen Episoden mit gewissen anderen machen werde. Aber dazu auch später mehr. Eurerseits. Ich weiß gar nicht. Ich habe jetzt, glaube ich, soweit wie ich bin, mein Team soweit recht solide aufgebaut. Und einige haben sich auch schon bedankt, dass sie jetzt wissen, wie sie mit Ultimate Team klarkommen müssen und so. Freut mich natürlich. Das war auch der Sinn und Zweck dieser Serie. Ihr wisst ja, Sayu, meine Freundin, die spielt auch Ultimate Team und die profitiert, glaube ich, auch eine Menge hier von den Videos. Hoffe ich doch mal zumindest, bin mir gar nicht sicher. Aber schlussendlich kann ich jetzt als Faustregel wie immer sagen, wenn ihr Anfang seid, versucht so viele Tore wie möglich zu schießen. Scheiß drauf, ob ihr schön spielt oder nicht, scheiß drauf, ob ihr trampt oder nicht. Versucht einfach nur Tore zu schießen. Auch wenn ihr 4-0 in Führung seid, legt den Ball quer, macht das 5-0. Denn bis zum 5-0 gibt es nochmal pro Tor 20 extra Münzen. Und diese 20 extra Münzen, das heißt 5 Tore, könnt ihr dann pro Spiel machen. Könnt natürlich mehr machen, aber 5 werden dann gezählt. 5 mal 20 sind 100 Münzen, die ihr dann pro Spiel allein nur für die Tore gut macht. Das ist schon eine unglaubliche Summe, und mit den 100 Münzen, die summieren sich halt dann wieder. Und ja, wir haben jetzt hier, wir sind Meister geworden, aufgestiegen, haben 3200 Münzen. Das erste, was ich mir jetzt holen wollte, ist Ola John. Den habe ich jetzt in diversen Pack-Openings gezogen. Und der ist mir halt aufgefallen mit seinen 4 Sterne Skills, mit seinem 90 Tempo, linkes Mittelfeld. Und den habe ich mir jetzt auch direkt geholt für 650 Münzen, glaube ich, waren das. 650 Münzen für einen goldenen Spieler ist gar nichts, Leute. Das ist Chop du Sell, werdet ihr sehen. Und zudem wollte ich mir noch einen zweiten zentralen Mittelfeldspieler holen. Und ich sehe, es gibt Lucho Gonzalez und João Moutinho. Und es gibt sogar einen Fond João Moutinho. Das heißt für mich, wenn die Serie weitergeht, werde ich mir natürlich auch noch diesen Inform João Moutinho gönnen. Mit meinen Handelstricks und so sollte das eigentlich schon möglich sein. Oder mit meinen geschickten Handelshändchen. Und ich wollte hier, ich schaue mir jetzt hier erstmal ein paar ZOMs an oder ZMs. Und schlussendlich kann ich euch sagen, fällt die Wahl natürlich auf João Moutinho. Denn ich meine, guckt euch mal die Werte an, der Typ ist auch richtig gut. Lucho Gonzalez kommt dann später auch noch hinzu. Und hier haben wir zum Beispiel einen für 900 Münzen. Da kann man eigentlich nicht viel falsch machen im 4-4-1-1.
Einige haben mich auch gefragt, ob das 4-4-1-1 gut ist. Und dazu müsst ihr euch dann gleich das nächste Spiel angucken. Denn dort ist ein Tor, was einfach das 4-4-1-1 richtig gut definiert und richtig schön klar macht. Hier hole ich mir, by the way, nochmal einen Sammy Khedira für 700 Münzen. Das ist gar nichts. Den habe ich dann später, glaube ich, auch mit Profit wieder verkauft, ne? Und nicht nur den, ich hole mir hier noch mal einen Danilo für 700 Münzen, den habe ich dann später auch noch mal mit Profit verkauft. Und das sind so die kleinen Handelstricks und so weiter. Also in Zukunft wird dieser Danilo verkauft sein. Werde ich euch dann aber noch mal zeigen, für wie viel genau und so weiter. Und da habe ich dann schlussendlich mit beiden Spielern echt guten Profit eigentlich gemacht. Egal, nichtsdestotrotz geht es jetzt auf zum nächsten Spiel. Und im nächsten Spiel muss ich jetzt erstmal sagen, dass der Typ mir echt auf den Sack ging. So, Verzeihung, meine Freunde. Ich muss das hier, den Kommentar kurz pausieren, weil es da einen Fehler bezüglich des Zusammenschneidens meinerseits gab. Ja, mega peinlich. Gut, dass mir das aufgefallen ist. Ja, wenn mir das nicht aufgefallen wäre, dann hätte ich jetzt hier eben noch gegen eine leere Wand gesprochen. Aber wo waren wir stehen geblieben? Genau, Handeln, ja. Ihr habt da gerade eben zwei Spieler gesehen. Sammy Khedira einmal und einmal Danilo von Porto, der später natürlich auch noch zum Team unsererseits gehört. Der andere, den ich jetzt aber gekauft habe, der hat da nichts mit zu tun, weil er eben 4-4-2 war. Und ihr wolltet ja nochmal etwas zum 4-4-1-1 hören. Das mache ich jetzt hier nochmal offiziell. Und hier hat, by the way, der Gegner Eliseo. Da bin ich erstmal voll ausgerastet, weil Eliseo, hallo, linkes Mittelfeldspieler, das ist Eliseo, by the way, für die Leute, die ihn nicht kennen. Eliseo ist unser Bro, ist ein toller Spieler, 90 Pace oder so. Spielt bei Malaga oder Malaga FC, CF, sorry. Und der Typ schafft es erstmal mit seinem, das war wirklich ein Immer-Team, was er hatte für die vierte Liga. Samuel Eto'o und so weiter und so fort. Und dann hatte der noch ein Inform, Sissoko war das, glaube ich. Oder war es Sissoko? Oder war das dieser andere da, den die neu geholt haben, Paris? Keine Ahnung. Und hier sehen wir mal wieder ein Tor der Klasse. Wir trollen einfach mal Regi. Zwei Schüsse habe ich abgeblockt und der Typ behält den trotzdem. Das war sogar die perfekte Vorlage für ihn. Und jetzt kommt das Tor, was ich gemeint habe mit dem 4-4-1-1. Und zwar kann man mit dem 4-4-1-1 einfach perfekt kontern. Ich meine, gebt euch mal das hier. Seht ihr, Martinez bleibt dort auf der Mittellinie stehen, damit er nicht im Abseits steht. Denn wenn er das gegnerische Feld betritt, steht er im Abseits. Und zack, Martinez geht auch wieder in diesem Spiel nicht leer aus. 2-1. Und das Spiel war gegen Ende richtig spannend, ja. Ihr seht schon, ich bin im Angriff, ich bin im Angriff. Anus, nee, nicht Anus. Ruben Arimero oder wie der hieß. Und Mavuela, mein bronzener Mittelstürmer, der jetzt zum nächsten Spiel, glaube ich, sogar rausfliegt. Oder, nee, ich glaube, ein Spiel macht er noch. Und ich hätte das Spiel sogar noch gewinnen können gegen Ende. Ich hatte noch einen Lattenschuss, glaube ich, und noch zwei richtig gefährliche 1-gegen-1-Situationen. Aber meine Spieler konnten einfach nicht mehr. Ich brauche definitiv auch ein neues Stadion ohne Regen, denn Regen, mit Regen komme ich gar nicht klar. Regen ist schlimm. Mein schlimmster Feind in FIFA. Und nach dem Spiel hatten wir wieder hier 779 Münzen. Und da habe ich mir gedacht, komm, wenn du schon einen Ola John hast, dann brauchst du jetzt auch einen rechten Mittelfeldspieler. Und da habe ich diesen Enzo Perez gefunden. 4-Sterne-Scharfuß, 4-Sterne-Spezialbewegung. Und der wird dann natürlich sofort geholt für 400 Münzen. Das ist nix. Den kann ich dann später wieder discarden. Dann hat sich die Sache. Und damit haben wir jetzt eigentlich hier wieder unser Team richtig stark ausgebaut. Wir brauchen noch einen MS und zwei Außenverteidiger. Aber die kriegen wir noch im nächsten Part, glaube ich. Ja, sollten wir im nächsten Part, glaube ich, sogar kriegen. Und meine Freunde, das war's für diese Episode. Vielen Dank fürs Zugucken. Wenn euch der Part gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, denn das unterstützt mich ziemlich krass. Und sonst habe ich noch den Mittelstürmer kurz ausgewechselt für den Argentinier, glaube ich, hier. Ja, genau, der sah lustig aus und ja. Meine Freunde, haut rein, macht's gut und ciao. Euer Mr. Lübeng. Hier habe ich, by the way, noch ein bisschen rumgespielt, aber Wayne. Euer Mr. Lübeng.